Hi, da bin ich wieder. Und zwar geht es weiter mit den G.I. Joes 6-Inch von der Firma Hasbro. Cobra und G.I. Joes in Glasfield-Serie in 6-Inch. Genau, so. Mega coole Figuren. Ich habe mich in diese Figuren total verliebt. Wie in den Turtles würde ich sagen. G.I. Joes sind schon mega cool. Ich habe ja schon ein paar Figuren hier ausgepackt. Es hat mit einer Figur angefangen und jetzt sind es mittlerweile schon mehrere. Es gibt so die ein oder andere Figur, da müsst ihr mal schauen. Die sind im Angebot. Da musste ich zuschlagen. Wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir könnten mit Cobra gerade weitermachen. Ich fände es halt mega cool mit dem Gefängnis. Ich hätte unheimlich gerne noch weitere 4, 6, meinetwegen 8 Zellen. Aber die sind mir im Moment noch zu teuer. Sollten die mal im Angebot sein, werde ich mir wahrscheinlich ein ganzes Gefängnis hier aufbauen. Muss ich aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Aber das wird auf jeden Fall cool. Das wird auf jeden Fall mega, wenn dann die ganzen Zellen, die haben so ganz dezentes, leichtes Licht. Vielleicht habt ihr die Fotos schon gesehen, die ich gemacht habe. Dann ein paar Cobras davor und dann die Kombination auch mit gerne mit Turtles und Star Wars, alle die in 6-Inch sind. Das wird Spaß machen. Das wird auf jeden Fall mega lustig. Achso, ja. Jetzt schweife ich mal wieder ab hier in meiner Fantasie. Genau, so sieht die Verpackung aus. Wunderschönes Artwork. Ich behalte die Verpackung nicht. Ich schmeiße sie leider weg. Falls jemand eine Verpackung irgendwie haben möchte, aus irgendwelchen Gründen rechtzeitig Bescheid geben. Ich schicke sie euch gerne zu. Ich brauche sie nicht. Aber ihr müsst schnell sein, weil ich schmeiße sie oft sehr schnell wieder weg. Oder in dem Video, wo ich die Figuren vorstelle, die ich demnächst auspacke. Am besten da schon drunter schreiben, hey, ich hätte Interesse an dem Karton. Weil hinterher ist es immer ein bisschen schwierig. Ist dann immer schade, wenn dann der eine oder andere schreibt, hey, ich habe die und die Figur, ich hätte gerne den Karton dafür, weil ich sie mir doch ins Regal mit Karton stellen will. Dann immer rechtzeitig Bescheid geben. So, ein paar habe ich hier noch. Noch sind sie da, aber die sind auch schnell wieder weg. Wie heißt denn der jetzt hier? Ich habe ja die ganzen Namen. Ich kenne ja die G.I. Joes schon aus meiner Kindheit, aber nur die Figuren. Und ich kenne die ja nicht unter den Namen und den Positionen. Also ich wusste schon immer, es gibt auch die Cobras und die G.I. Joes und ja, böse, gut und so weiter. Hatten ja auch über das Logo irgendwo dran. Aber die alle von den Namen her, keine Ahnung. Das lerne ich erst sozusagen durch diese Classic Field Serie von G.I. Joes hier kennen, weil die Namen ja immer hier unten stehen. Als Kind wusste ich das gar nicht, dass die, klar, dass sie vielleicht Namen haben, es hat mich aber auch nicht interessiert. Ich habe denen wahrscheinlich selber eigene Namen gegeben, was ich jetzt auch nicht mehr weiß, das ist schon zu lange her. So, hier ist einer von den Zwillingen und ich habe mir alle beide bestellt. Warum beide nicht gleichzeitig gekommen sind, weiß ich nicht. Schade, macht nichts. Aber ja, das sind nämlich Zwillinge. Das Einzige, woran die sich, glaube ich, unterscheiden, ist, das rote Tuch ist einmal nach links und einmal nach rechts. Ob die noch mehr Unterschiede untereinander haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das werde ich dann sehen, wenn ich beide bei mir habe. Aber es war mir schon wichtig, dass ich beide habe. Ich hatte die als Kind nicht beide. Ich glaube, ich wusste nicht mal, dass es zwei davon gibt, ehrlich gesagt. Ich hatte nur einen davon und vielleicht habe ich den sogar noch. Ich muss meine Kiste mal rausholen mit den kleinen G.I. Joes aus meiner Kindheit. Fahrzeuge habe ich eins, glaube ich, noch. Das gehört aber nicht mal richtig zu G.I. Joes, aber die G.I. Joes haben halt gut dazu gepasst. Und das Witzige oder das Coole ist, damals haben die kleinen G.I. Joe-Figuren zu meinen kleinen Star Wars-Figuren gut gepasst. Und jetzt, witzigerweise, ist ja die Black Series Collection in 6-Inch von Hasbro und die G.I. Joes in 6-Inch. Und jetzt passen die 30 Jahre danach auch wieder gut zusammen und kombinierbar. Für mich geht das klar. Für mich geht das klar, dass ich die kombiniere. Sogar mit den Turtles. Alle 6-Inch-Figuren. Ich weiß, dass es da viele da draußen gibt, die sagen: Was? Das passt doch nicht zusammen. Das kannst du doch nicht mixen. Bup, bup, bup. Ist ja auch okay. Jedem das seine. Ich kann das mixen. Für mich ist das sogar ein mega Spaß, die zusammen zu mixen und zusammen zu tun und zu kombinieren vor allem. Habe ich schon damals gemacht. Playmobil und Star Wars waren Best Friends in einem Crash-Dummy-Taxi. Gegen alles, war für mich alles okay. So, hier haben wir so eine, ich weiß nicht, ist es eine Uzi?
Maschinengewehr, Uzi irgendwie und das typische Loch da vorne, dass da auch, dass man sieht, da kommt auch was raus, wird was rausgeschossen. Dann zwei Messerchen, die so eine Rifflung haben, in schönem Silber, sehr dünn, aber nicht zu dünn und nicht zu sehr aus Plastik, dass sie brechen, dass sie leicht brechen würden. Ist mir auch mal ganz wichtig, nicht, dass das zu dünn ist und bricht. Zwei Messerchen, Wurfmesserchen. So, dann haben wir hier, boah, wie heißen das? Schalldämpfer, glaube ich, oder? Schalldämpfer. Das setzt man vorne hin, kennt ihr wahrscheinlich von den Filmen 007, James Bond und so. Und dann macht es, dann ist es ganz leise. Dann, ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht, das Magazin. Finde ich wirklich eine coole Sache, dass man das Magazin einfach rausnimmt und dann. Finde ich cool gemacht. Hätte ja auch einfach so im Ganzen sein können, aber finde ich echt schön. Ein bisschen schade, dass es keine Ersatzmagazine dazu gibt, weil wenn das hier verloren geht, dann hast du da so eine Waffe. Und jetzt schieß mal. Ja. Ja, ein bisschen schade, aber ansonsten coole Sache. So, da haben wir ihn. Das wird ganz kurz laut. So. Mega coole Figur, ich liebe es, sie einfach rauszudrücken und nicht immer stundenlang darum zu schnipseln, bis ich die draußen habe. Die haben alle ein schönes Gewicht, also wirklich alle fühlen sich hier. Du hast was in der Hand, du hast eine schöne feste Figur. Das finde ich sehr schön, dass sie nicht so leicht ist, so ja, billig wirkt oder so. Finde ich sehr cool gemacht. Auch Bemalung, Gesicht, ich bin komplett zufrieden mit den Figuren. Das ist verrückt. Also das ist verrückt, da fragen mich viele so, hä, wie kann das sein? Aber es ist so, ich finde die einfach, und das nicht nur, weil Kindheitserinnerungen und was weiß ich dahinter stecken. Ich finde die einfach cool. Die stehen auch einfach, die sind einfach perfekt. Natürlich würde ich es besser finden, aber das sage ich immer wieder, wenn sie dieses rechteckige Base dazu hätten, was bei den G.I. Joes einfach mega cool ist, aber die gibt es bei den 6-Inch G.I. Joes auf Karte. Allerdings gibt es, glaube ich, nicht alle G.I. Joes auf Karte. Ja. Naja, Bewegungspunkte haben die alle gleich. Und zwar Kopf hoch, runter, links, rechts. Auch ganz cool, trotz hier dieser ja, Rüstung, dieses Gummi, wird es nicht wirklich eingeschränkt. Du kannst trotzdem den Kopf bewegen. Das ist schon mal sehr schön. Dann müsste. Oh, hier. Ah, okay. Die Rüstung ist auch aus Gummi. Finde ich auch gut. Schränkt nicht die Bewegung ein. Butterfly-Gelenk. Kugelgelenk, Oberarmgelenk, doppelte Ellenbogengelenke und die Hand ist beweglich. Also bewegungstechnisch ist das mega. Mega. Ich liebe diese doppelten Gelenke. Dann hier vor allem dieses Butterfly-Gelenk. Ich habe mich so an dieses Butterfly-Gelenk gewöhnt. Wobei sein Arm geht nicht ganz nach hinten. Ich will jetzt nichts brechen. Bei ihnen zum Beispiel, die haben ja alle ein Butterfly-Gelenk, geht es viel weiter nach hinten. So, ein bisschen drüber hinaus. Zack. Und bei ihm geht es nur bis hierhin. Vielleicht auch hier durch seinen Anzug und seine Muskeln. Ich habe keine Ahnung. Reicht auch so. Wobei, nee, reicht nicht. Wäre schon cool, wenn es weitergehen würde. Aber ist okay. Dann Oberarm, doppelte Ellenbogengelenke und Handgelenk. Auch das Gesicht, also muss ich sagen, ist gut gelungen. Die Haare, diese ganze Struktur und so, sieht alles gut aus. Dann, hier ist dieses Knick, wo ich gemeint habe, das geht hier nicht, weil er diese Rüstung hat. Mich würde mal interessieren, wenn ich diese Weste hier durchschneide, ob das Gelenk trotzdem da unten vorhanden ist, weil ich glaube nicht, dass die zwei verschiedene Körper machen. Die machen einen Körper, whoop, denke ich mal, aber ich weiß es nicht. Dann hier, klick, klick, klick. Einfach im unteren Bauchbereich bewegen, dann natürlich links, rechts bewegen. Hier das Ganze ist aus Gummi, ist oben drauf. Das finde ich ganz schön. Nicht einfach nur drauf gemalt, sondern nochmal drauf modelliert, drauf gesetzt. Finde ich ganz cool. Ist auch ein bisschen beweglich, hat ein bisschen Spielraum. Kannst hier noch eine Waffe und ein Messer noch dazu zwischen stecken oder so. Finde ich immer ganz cool. Dann hier der Gürtel. Hier, Messerchen. Wo kommt die hin? Ah, ja. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Hier kommt ein Messerchen da oben hin. Zack. Passt natürlich wieder perfekt rein. Hatte ich bis jetzt nicht, dass es nicht passen würde oder Probleme machen würde. Und da unten. Sehr cool. Sehr schön. Dann Spagat, auch hier, das passt sich einfach an. Das ist aus Gummi, es geht einfach hoch und gut ist. Das finde ich halt sehr schön gemacht. Dann im Oberschenkel hier, doppelte Kniegelenke, Stiefelgelenk,
Ich muss echt mal googeln, wie das heißt. Das heißt nämlich nicht Stiefelgelenk, aber ich nenne es einfach immer so. Denn hier Fußgelenk und ja, supergelenkig. Supergelenkig. Er hat jetzt nichts, wo er sein Maschinengewehr unterkriegt, aber deswegen meine ich ja, das ist ja ganz cool, dadurch, dass es aus Gummi ist. Er hat sogar auch hinten das Loch, das ist jetzt halt durch die Rüstung abgedeckt, wo er einen Rucksack tragen könnte. Man könnte ein bisschen customizing was dran machen und dann könnte er es tragen. Hier, guck, das meine ich. Einfach so. Ha, finde ich cool. Sieht ein bisschen bescheuert aus, ja, okay. Aber die Waffe ist untergebracht und er kann sich hier auch, keine Ahnung, ergeben, was weiß ich. Ist unterwegs. Tada. Das ist schon cool. Also die Figuren finde ich schon mega. Ist schon eine coole Sache. Er kann auch wenn er jetzt diesen Schalldämpfer nicht haben wollen würde, kann er ihn nicht unterbringen. Das ist ein bisschen schade, dass es da nichts gibt. Bei der letzten Figur war das so, dass nebenan, zack, das Schallding hier irgendwo untergebracht werden konnte. Gibt es hier nicht. Okay. Ist ein bisschen schade, aber es ist jetzt nicht dramatisch. So. Na? Okay. Passt. Passt, passt alles, passt gut. Hier kann es halten. So, dann warten Sie hier vor den Zellen. Einfach geniale Figuren. Und so sieht er aus, der Gute. Jetzt warten wir noch auf seinen Zwillingsbruder. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze so aussieht. Also wenn man doppelt sehen würde, dann kann er hier sein Messer rausziehen. Gucken, ob das auch in die Hand passt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Gegenstände, Waffen oder sonstiges hast und die passen nicht in die Hand. Okay, passt. Kleines Messerchen. Butterbrote. Zack, kann er werfen. Und? Ist er nicht cool? Sehen die nicht alle cool aus? So, jetzt keine Zeit verschwenden, denn hier wartet noch einer. Da er kein Kobra ist, werde ich ihn wahrscheinlich in die Zelle stecken. Er wurde jetzt gefangen und wartet auf seine Freunde, bis sie ihn befreien. So, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.